Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Was brauchen wir beides nicht? Der kann uns auch Bögen verkaufen wahrscheinlich. Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Was war das? Alter, mach keinen Scheiß. 200. Gucken, was wir inzwischen verkaufen können. An Waffen. Na gut, das ist jetzt nicht so die Masse. Aber 17 Erz haben ist besser als brauchen. Nein, ich komme nicht aus dem Osten, aber haben ist besser als brauchen, ist trotzdem toll. So, Crew können wir noch mitnehmen. Da sind noch Mole Rats. Dauert mir jetzt zu lange für die Aufnahme, also würde ich die jetzt irgendwie hinlocken, aber... Hafes nehmen wir. Pflanzen, den müssen wir immer mitnehmen. Ach, den hier oben hat er getötet. Er hat ihn getötet. Scavenger... Alter, wer hat die alle getötet? Also Scavenger haben sowieso keine Krallen oder so dabei. Deswegen ist das noch nicht ganz so wichtig, dass wir das schon gelernt hätten jetzt. Weil wir haben noch kein Erz dafür, um das zu lernen. Der Höhle gucken wir später. Auch wie gesagt, ich werde euch später noch sehr, sehr viel zeigen. Was man hier alles erkunden kann. Aber erstmal müssen wir hier so ein bisschen stärker werden, damit wir gegen die ganzen... gegen das ganze Gedönse hier und Gezuppel ein bisschen besser ankommen. Da ist ein Wölfchen. Der hätte jetzt Krallen und Felle dabei. Der Setup hat jetzt natürlich nichts zu, weil wir das noch nicht können. Das müssen wir auch so schnell wie möglich lernen. Lernpunkt ist da nicht so das Problem. Na ja, komm, lauf weiter. Eigentlich, wir sammeln jetzt schon richtig schön hier Erfahrung. Weil der uns die ganzen Viecher hier schön wegmacht. Und wir machen gleich den Auftrag für Taurus. Mach sie kaputt. Schütze mich. Bin doch nur ein kleiner Neuling. Auch wenn rostige Schwerter nicht ganz so viel bringen. Jedes Erz ist wertvoll. Und ihr seht schon, das läuft alles übers Tauschen hier. Also hier gibt es keine wirkliche Währung, hier ist quasi das Erz zur Währung geworden. Gucken wir mal hier drinnen. Ne, bräuchte man Dietrich, er zuckt mit den Schultern. Haben wir jetzt nicht genug. Müssen wir uns dann auch kaufen, aber halt. Halt. Falls ich mich jetzt verlaufe oder irgendwo gegenrenne. Nicht mehr. Nein. Schade. So, und jetzt sind wir auch schon fast beim neuen Lager. Wo du da weiter rennst. Hier unten sind ganz viele Fliegen umgezuppelt. Hat das nicht funktioniert? Leider nicht. Oh. Doch funktioniert. Höhöhö.
Aber gut, gehen wir weiter. Und hier rechts geht's jetzt ins neue Lager rein. Seht das schon? Schön Stängelchen in der Hand. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Und das genau, das war nämlich jetzt der Schlüssel. Das ist die Aufgabe für Torus, ist jetzt erledigt. Er kommt nicht wieder. Man muss eben aufpassen, was man rum hat. Und das ist alles, was Torus wollte. Egal, ob er tot ist oder später nochmal wiederkommen kann. Er wollte nur, dass er jetzt erstmal nicht mehr da ist. Wo war das schon so? Grau. An der Geschichte. Steinwurzel. Nehmen wir mit, ist mein... Na, mein... Ist das die für Mana oder für HP? Steinwurzel. Ich weiß es jetzt nicht. So, und jetzt werden wir uns hier nämlich gleich auch mal ein bisschen beschäftigen und so tun, als würden wir hier zugehören, denn es gibt alles Erfahrung, die ganzen Aufträge geben Erfahrung. Wir werden so weit gehen, dass wir quasi zu jedem Lager beitreten könnten, also bei jedem Lager beitreten könnten. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. So, wir helfen noch gerne. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so. Was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Klar, machen wir doch. Ja, du siehst traurig aus. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Prost. So. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Was ist das für ein Typ? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Ah, der hat also nur Angst. Hier, entspann dich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Also ihr seht schon, hier muss man echt aufpassen. Er hier zum Beispiel hatte jetzt echt nichts Böses im Sinne. Warten wir mal. Können die noch mal was überhaupt machen? Was macht denn Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Nein, wir wollen gar nicht stark zuschlagen können. Das können andere für uns tun.
Lefty, schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ja, so ist das schön. Einfach rinkippen, nichts sagen, das ist super. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu... Ja, ja. Lefty schickt. Trink lieber. Vielleicht auch nicht, jetzt auch nicht unendlich erwarten lassen. Danke, Mann. Lefty. Danke, Mann. So, Bauer. Pock. Lefty schick. Hey, noch mit dem Quatschenden, der hat hier, ist ja named quasi. Danke, Junge, das habe ich gebraucht. Hi. Ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her. Aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Der hat sich auf jeden Fall Freunde gemacht, der Hurensohn mit der Krone. Bauer, 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 Bauer. Lefty schickt mich. Lefty. Gib dir einen hinter die Binde, Junge. Danke, Junge. Merkt schon, die meisten hier also haben dieselbe Stimme. Lefty schickt mich. Danke, Mann. Also es ist quasi so 5-6 Leute quasi, die das aufgenommen haben, dann für die Bauern hier. Es hat nicht jeder eine andere Stimme. Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Ist ja gut, ich habe nur gefragt. Ich weiß sogar nicht, wie es hier abgeht. Mann. So. Bauer. Ach komm, geben wir dem noch was. Lefty, danke. Wir müssen uns ja noch ein bisschen loswerden im Restwasser. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Also auf jeden Fall irgendwann einen Tagebucheintrag kriegen, dass wir das alles abgeliefert haben hier und. Oh, dem haben wir schon. Dann gehen wir jetzt hier unten nochmal jeden ab. Ich dachte, hier das gut verteilt, aber scheinbar nicht. Lefty. Trink, Junge, trink. Danke, Mann. So, noch einer. Den haben wir aber, glaube ich, schon. Ne, haben wir nicht. Sehr gut. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Müssten es aber bald alle gewesen sein. Danke, Mann. Ja, ihr wolltet alle den Schlamm trinken. Ich hab das schon verstanden. Den hatten wir schon. Nein, das war das Falsche. Ja, der Reislord ist da Anführer. Das haben wir ja schon rausgefunden. So, trink. Danke, Junge. Oh, immer noch nicht. Pock haben wir schon.
Oh, die Tube, Alter. Dumm zum Drücken. Das sieht gut aus. Gehen wir jetzt mal zurück zum Reislord. Doch nicht. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht. Müssen wir zu Lefty. Kann natürlich auch sein, dass wir zu Lefty müssen. Schauen wir mal. Lefty. Lefty. Hey du! Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Nein. Werde ich nicht tun. Ich hatte mich nämlich schon gewundert. So, denn den müssen wir... Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Weg mit der Waffe, weg! Netter Kampf! Tu das nie wieder. Er hätte mich wenigstens aus meinem Screen rauskommen lassen können, also aus dem Wechsel der Sequenz. Das hätte mich sehr, das wäre toll gewesen, muss ich schon sagen. Aber ihr seht schon, dafür müssen wir Einhandwaffen, glaube ich, trainiert haben. Wir probieren es nochmal. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Ich glaube... War ein guter Kampf. Nein, das funktioniert noch nicht. Das machen wir später. Das machen wir also später mit gegen ihn hier. Das klappt jetzt einfach noch nicht, weil wir immer noch die scheiß Einhandwaffe in einer Hand, in zwei Händen halten. Wir brauchen dringend den ersten Einhandwaffenskill. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Nein. Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Pass auf deinen Rücken auf! Oh. Du bist mir unheimlich, du Typ. Schnell weg hier. Homer Simpson. Yay. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Nennt mich verrückt. Allerdings, wir werden es schaffen, das sowieso noch nicht. Gegen den Lurker. Allerdings hat auch keiner gesagt, dass wir den selbst besiegen wollen. Hey! Jo. Sondern das werden andere Leute für uns übernehmen. Wo willst du denn hin? Da rein. Na, da rein. Ja. Vergiss es. Zeig doch. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. War doch klar, dass das Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Ja, da brauche ich mal die Butler-Rüstung für. Halt nicht. Oh.
Erstmal den Ring, den können wir übrigens auch anziehen bis Geschicklichkeitsbonus 5. Bis wir... Oh, erst noch so ein Banditenspanner. Wenn wir den umhauen, haben wir übrigens auch eine Hütte. Das sollte vielleicht sogar schon machbar sein, weil der nimmt, glaube ich, die Waffe auch noch in beide Hände. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ey. Okay, wir müssen erst hier mit Söldner. Hey, ein neues Gorn. Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Also das ist nun wirklich nicht mein Problem. Kann schon sein. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris' Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Bis später. Wollte ich doch sagen. Den muss ich, kann ich doch aus deiner Hütte prüfen. Also ich denke, jetzt werden wir mal ein paar Versuche brauchen. Allerdings muss das möglich sein, den da rauszukriegen. Ich glaube, den musste ich einfach verprügeln. Schauen wir mal. Weg mit! Der hat gesessen! Das war genau falsch. Das System beim Kämpfen gegen NPCs ist Schlagblock, Schlagblock, Schlagblock. Weg mit der Waffe, weg damit! Langweiliger Kampf. Tu das nie wieder. Er ist natürlich jetzt an ihm vorbeigegangen, das war natürlich jetzt nicht gut. Ich halte mich da lieber raus. Sich mal das genau so hinzustellen, dass wir ja nicht nach vorne schlagen müssen, bevor ihm stehen. Weg mit der Waffe, weg damit! Der hat gesessen. Auch das funktioniert noch nicht. Wir brauchen also wirklich, müssen unser Einheitwaffe erst trainieren, damit das funktioniert. Ihr seht schon, die kloppen uns einfach alle weg. Also das ist überhaupt kein Thema für die. Wir brauchen dafür aber erstmal Erz. Und wenn wir Erz haben, schmieden wir erstmal, damit wir mehr Erz haben. Manche lernen eben gar nichts dazu. Und Bandit, mit dem sprechen wir gleich nochmal. Ja, sprechen wir mit dem mal. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Schön. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen.
Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Kor Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Oh, ja. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unsere Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Kor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Das klingt gut. Okay, gib her das Kraut. Also solltet ihr euch entscheiden, zu. Du findest dich ja leicht abnehmen. Rede mit nicht. Den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Das ist ja sicher. Ne? Falls ihr zum Sumpflager gehen sollt, solltet ihr auf jeden Fall die Option nehmen. Was ist denn die Option? Die Option wählen. Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Die Option wählen, dass er für euch stimmt, weil das macht es euch wesentlich einfacher. Nein. Ist dumm. Bandit. Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was los... So, hier ist nichts. Da ist ein Wassermagier, mit dem reden wir gleich mal. Schlau. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind 10 Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vor. Jo. Psst. Hey, du. Ja, wer? Ich? Genau du. Komm mal her. Ich bin doch schon da. Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Der hat ein gutes Auge. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Ja. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Wieso? Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Alles. Schleichenschlösser öffnen, Stufe 1. Taschendiebstahl, Stufe 1. Nein. Gucken hier mal. Taschendiebstahl. Schleichen Akrobatik wollen wir später auch noch lernen. So. Gucken hier mal. Oh, der hat irgendwas von Fett über die Ohren. So sterben und ganz doof und brutal gesagt. Glauben, was man hört. Wir lieben doch die Gefahr, oder? Sprech mal halt erstmal mit dir. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Du siehst auch. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen. Muss nicht gleich jeder wissen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Sumpfkraut? Willst du etwas Ich geh. Wenn du. Lass uns lieber über was anderes reden. Ich halt mich da Sprech lieber mit auf. Mir. Auch nicht so viel.